So, geladen und bereit. Tag, ihr Pfeifen. Herzlich willkommen bei Aliens Colonial Marines. Ich werde hier mal die erste Mission für euch anspielen, damit ihr mal wisst, was euch hier erwartet. Ich hab's ja schon mal gespielt. Weiß also genau, was kommt. So, ich spiele alleine. So. Aber erstmal gucken, hab gerade noch eben ein DLC aktiviert. Mal gucken. Ich hatte gerade eben noch Flammenwerfer freigeschaltet. Ich war nämlich hier bei meiner Verkaufsstation dabei. Code für DLC. Naja. Kampf, Schrotflinte. Ach, egal. Ich bin eh kein Flammenwerfer-Fan. Nur, ich bin schon seit früher schon ein großer Fan der Alien-Filme. So. Die Grafik ist, wie ihr seht, nicht gerade der Renner. Winter, verdammt nochmal, was ist passiert? Raider 6-5, sind Sie schon in der Luft? Explosive Dekompression in der Sulaco. Hier ist Raider 6-5. Die Gangway lässt Atmosphäre ins All. Prekäre Situation, Sir. Prekär? Soll ich das im Duden nachschlagen, Raider? 20 Minuten bis zum totalen Zusammenbruch. Machen Sie dicht. Winter, Sie haben die Lady gehört. Gehen Sie auf die andere Seite, dann machen wir dicht. Begebe mich zur Sulaco. Winter, over. Naja, dafür, dass es gerade ziemlich knapp war, hatten sie schon nicht gerade hetzen lassen. Sephora Actual! Oh. Hier spricht O'Neill! Wir haben mehrere Verwundete hier. Wir brauchen hier umgehend Sanitäter für die Marines von Rhino 2-1. Negativ, 2-1. Die Explosion hat die Luftschleuse auf unserer Seite beschädigt. Wir können die Gangway nicht mehr benutzen. Bleiben Sie dort und kümmern Sie sich um unsere Marines. 2-1, was ist der Status von 2-3? Winter, willkommen im Chaos. Benutzen Sie Ihren Bewegungssensor und sagen Sie mir, was Sie sehen. Ich sehe Sie beide. Und 2-3 ist im Süden, hinter dem Hangar, vielleicht bei den Maschinen. Bewegen Sie sich? Nein. Moment. Da ist ein unbekanntes Signal. Da bewegt sich was. Verdammt. Sephora Actual, 2-3 scheint die Position zu halten. Oder Sie sind tot. Es gibt unbekannte Bewegungen bei Ihnen. Sie könnten angegriffen werden. Naja. Soweit ich mich erinnern kann, war der Bewegungsmelder bei Aliens im Film irgendwo auf einer Waffe. Alles klar. Winter und ich erinnere. Verdammt. Sephora Actual. Ich treffe mich mit 2-3, Sir. Denken Sie daran, keine Helden, Junge. Actual over. Naja, also soweit ich jetzt weiß, geht's hier rum. Nur, dass man hier auf dem Schiff aus Alien 2 ist. Naja, mal gucken, was hier passiert. Soweit ich weiß, wurde hier doch damals der Finalkampf ausgetragen. Hier zumindest so eine Kampfspur. Sir, ich sehe da einen halben Synthet auf dem Deck. Welche Hälfte? Also, er sagt nicht viel. Dann finden Sie die sprechende Hälfte. Actual over. Jeha, finden die sprechende Hälfte eines Androiden. Naja, also. Auf jeden Fall schon mal hier. Hat der Finalkampf stattgefunden, wie es aussieht. Cool. Jetzt wird die doch damals hier rumgekrochen, hier unten drunter. Naja. Aber irgendwie seltsam, dass hier das Schiff jetzt auf dem Schiff hier rumläuft. Seit ich schon weiß, ist es bei Alien 3 doch abgestürzt. Naja, egal. Vielleicht hat das Spiel dafür eine logische Erklärung. Vielleicht spielt dann wie bei Star Trek in so einer Art Paralleluniversum. Naja. Wurde ignoriert einfach alles nach Alien 2. Naja, wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Also. Was ich eben noch sagen wollte, die Grafik sieht es nicht mal der Renner, aber darauf kommt es ja nicht beim Spiel an.
Wir zählen die innere Werte. Die Gameplay und sowas. Wird ja heutzutage eigentlich überbewertet, aber ich finde das immer noch am besten. Hat man hier. Ah, ein bisschen Ausrüstung. Gut. Ah ja. Sollen wir mal ein bisschen Spannung erzeugen und laufen im Bewegungsmelder rum. Ich weiß ja, was passiert. Okay, ich höre schon auf, ihr wollt die Spannung genießen. Was hier auch toll ist, hier auf dem Raumschiff wird das Schiff vermutlich nachher von Aliens. Aber soweit ich weiß, ist damals auch nur die Alien-Königin hochgegangen. Und für Facehugger oder sowas. Das sind ja genügend Menschen an Bord. Geöffnete Kryokapseln. Keine schöne Art aufzuwachen. Wow! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hey, vielleicht finden wir die Filmcharaktere. Naja, auf jeden Fall. Hier findet man nur Facehugger. Aber auf die Frage, wo zur Hölle die ganzen Wörter herkommen. Bloß denen die Alien schlüpfen konnten. Gibt es nicht. Naja. Oh, das war bestimmt eine Ratte. Naja. Wir sind hier auf einem großen Raumschiff. Na gut, aber vielleicht gibt es auch eine Erklärung. Na, egal, wer mehr sehen. Aber ich finde es hier irgendwie toll. Man ist ja auf einem großen Raumschiff. Mit vielen Gängen. Und man hat nur die Möglichkeit, durch einen Gang durchzugehen. Sehr realistisch. Ja, ich hasse Laufspiele. Ein bisschen mehr Möglichkeiten würde ich dem Spiel richtig gut tun. So. Schön klebrig. Oh, Scheiße. Sehen Sie das, Captain? Ja. So. Also der Alien hat sich ja schon gemütlich gemacht. Genau hier ist ein Alien. Ah, hier die Facehugger. Naja. Guck, was haben wir denn hier? Nix, nix, nix. Spannung. Was zum... Eine Kamera. Wo bin ich? Winter! Winter, schnell! Der Schweißer! Schneiden Sie mich hier raus! Oh, ja, schneiden wir mal los. Verdammt! Wow! Ich hab erschießen Sie das Ding! Stopp! Erschießen Sie das Ding! Töten Sie den Szene. Naja. Ich wette, die Szene sollte jetzt irgendwie erschreckend wirken. Also, wo ich das erstmal gespielt habe, habe ich mich auch nicht wirklich erschrocken. Egal. Und suchen wir das Alien. Komm, put, put, put. Komm zu Papa. Angeblich 2 Meter vor mir. Genau vor mir. Naja. Zack, weg. Dort. Was ist das jetzt? 3 Meter vor mir. So, ich kann vielleicht Entfernung einschätzen, aber es müsste hier zwischen den Dingen am Boden und der Säule da sein. Irgendwo. Naja, ist auch nicht der Fall. Ah! So. Steigen Sie mich runter! Was ich im Spiel schon mal scheiße finde, ist, dass das Alien-Plot nicht ätzt wie die Säure. Naja. So. Oh, hier hat den am Boden. Blöd. Aber wir heben uns jetzt nicht auf. Jeder Seelenring haben wir einen zweiten dabei. Sephora Actual, Winter hier. Ich hab Keys von Rhino 2-3. Hier sind ein paar Leichen, aber es fehlen welche.
Ein oder zwei Marines von Rhino 2-3 sind nicht dabei. Sind alle tot? Gar nicht? Er ist tot, yeah. Ruhig, ich hab dich, Kumpel. Winter, sammeln Sie alle, die übrig sind, und bringen Sie sie zurück zum Hangar. Nicht angreifen. Hier spricht Keys von 2-3, Sir. Unsere Mission war es, die Flugdaten der Sulak zu sammeln. Ich habe Ihnen einen Befehl gegeben und das war's. Sammeln und so. Wir müssen wissen, was das verursacht hat. Und da hilft uns der Flugschreiber. Bei allem Respekt, Sir, halten Sie den Mund und befolgen Sie meine Befehle. Actual over. Naja. Zum Teufel mit Befehlen. Der Flugschreiber ist nicht weit weg. Wir holen ihn und suchen Rhino 2-1. Nein, ich bin für Fliehen. O'Neill, sind Sie noch da? Nein. Verdammt. Seid ihr auf dem Weg zurück? Nein. Nein, wir brauchen 10 Minuten, um den Flugschreiber zu holen. Blablabla. Sind nicht umsonst gestorben. Ihr habt 5 Minuten für den Flugschreiber und den Rückweg. Keys, halten Sie Ausschau nach Bella. Ura. Mach ich. Danke, O'Neill. Danke für Ihre Hilfe, Winter. Wenn sich was bewegt, nicht denken, schießen. Oh, wir sind hier ein Ego-Shooter. Wir würden hier an Denken denken. Oh Gott, das Wortspiel war schrecklich. Na, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir hatten eben das Schweißgerät nicht aufgehoben. Haben den Typen aber losgeschweißt. Mit einem zweiten Schweißgerät. Und jetzt ist das Schweißgerät, was am Boden lag, weg. Wow. Ein Mysterium. Das Spiel ist anscheinend auch noch ein bisschen Mystery-mäßig. Eine übernatürliche Machtfeder ist am Werk, die die Aliens steuert, um die Menschheit zu vernichten. Oder einfach nur schlecht programmiert. Ich glaube zweites. Egal, weiter. Ja, Granaten bringen nichts. Friendly Fire auch nutzlos. Langweilig. Wow. Funkende Spinnung. Gut. Wir sind hier nicht allein. Ich lass mich nicht nochmal erwischen. Drücken Sie E zum... Ach, schließen. Ich verstehe, du musst über die Schicht. Sichtkontakt! Los geht's! Gut. Bam! Achtung, rechts von uns! Es wird unangenehm! Wieso? Ist das so? Die kommen von unten! Oh Gott, wir werden sterben. Oh, wo bist du? Der Flugschreiber befindet sich in dem Raum, die Treppe hoch! Hey, was ist denn hier unten? Ich seh ihn! Mach nix. Ja, wie ihr seht, das Spiel schafft es nicht erfolgreich, Bedrohung aufzubauen. Da ist Super Mario mit seinen komischen Pilzen viel erfolgreicher als dieses Spiel. Obwohl das Spiel nicht. Hinter uns! Ich versiegle den Raum! Holen Sie den Flugschreiber! Die Mittelkonsole! Holen Sie den Flugschreiber! Ja, hätt's nicht. Was haben wir hier, Flugschreiber? In einer Minute sind wir raus, okay? Okay. Ja. O'Neill, Flugdaten sind unterwegs. 2 Minuten. Keys, Achtung! Verstanden, Mutter. Nehmt das Feuer für später auf und bewegt eure Ersten zurück. Der Flugschreiber sollte zeigen, welches Arschloch das mit der Sulaco getan hat. Wer weiß, was wir herausfinden, wenn wir das Ding zurückbringen. Ich bin auch gespannt. Was haben wir hier? Ja, ein bisschen Rüstung. Ach ja, das Spiel verfügt über ein Level-System. Für jeden gekillten Gegner gibt es Erfahrungspunkte. Naja. Mit dem man nicht viel anfangen. Super Schockeffekte, muss ich sagen. Ich habe mich gerade sehr erschrocken. Sichern Sie unsere linke Seite! Linke Seite? Okay, ich sichere unsere linke Seite. Hier kommt kein Gegner durch. Was jetzt? Oh, die auch nicht. Naja, egal. Weiter. Winter, haben Sie das Ziel im Visier? Ja. Ich kann einfach gepusst. Die Aliens sind eigentlich eher nervig als gefährlich. Naja. Oh. Ich bin eigentlich
Oh, ich hab damals gerne Alien vs. Predators gespielt. Das Spiel fand ich richtig geil. Den zweiten Teil am Anfang. Boah, der hat richtig Stimmung erzeugt. Besser als jeder Teil. Naja. Winter, jeder Schuss muss sitzen! Yes, Sir! O'Neill! Wird gemacht, wir sind Sir. In einer Minute bei euch! Oh, Aliens von denen. Ihr seid zu spät! Wieder einer! Ui. Super Stimmung. Auf dem Dropship! Achtung! Granate! Keys, warten Sie! Sind Sie total verrückt geworden? Los zur Gangway! Wieso? Er hat doch nur Befehle befolgt. Nicht denken, töten! Also, nun kriegt er dafür. Die Gangway ist instabil, aber es bleibt keine Zeit, um auf ein anderes Schiff zu warten. Wir gehen trotzdem durch. Eine Explosion hat die Tür versperrt. Ohne Autorisierung geht die nicht auf. Verschaffen Sie mir genug Zeit dafür! Bringen Sie die verdammte Türsperre, Keys! Los! Ja, bin schon dabei! Yes! Jetzt geht's ab! Tot. Ich brauche 30 Sekunden! Wie wird es aussehen? Noch eine erledigt! Das ist ein paar das Sekunden hat sich gut hochgefallen. Ich spring hier rum, die Jump an. Der hat mich hochgefallen. Okay, ich hab's! Nein! Einen Moment noch! Wenn ich hier drauf gehe, bringe ich sie um! Das will ich! Also, oh! Wir gehen dann zur Folge hier! Weg hier! Los! Okay, weg hier. Treffer! Wir sind die Besten. Juhu! Aber hier oben wird. Tuan, wir machen uns aus dem Staub! Der Flugschreiber ist unterwegs zur Sephora! Wir haben's geschafft! Rhino Team! Los, los, los! Ja, los, los, los! Winter! Bewegung! Oh! Wer hätte damit gerechnet? Nachdem der da... da festgemacht war im Alien-Ding. Wohlgemerkt, wir gehen zurück auf unser Schiff. Wir waren jetzt beim gegnerischen Schiff. Naja, die Sequenz ist eigentlich recht gut gemacht. Wollte auch nur zum Zuschauen verdammt werden. Los, meine Hand! Der Flugschreiber ist weg. Keys! Keys hatte ihn. Alles war umsonst. Wir sind nicht tot. Naja, das ist doch schon mal was. So. Sephora Actual hier. Tuan, hören Sie mich. Was ist in der Gangway passiert? Actual, wir haben Keys verloren. Ich glaube, es ist etwas in seiner Brust explodiert. Ist Winter bei Ihnen? Ja, Sir. Haben Sie eine Idee zu der Explosion im Brustkorb? Unsere Cheyennes sind unterwegs, um Bodenunterstützung bei der Evakuierung zu geben. Das heißt, wir brauchen einen Landeplatz für etwa 80 Marines. Der Hangar ist unbrauchbar, aber im Frachtraum ist Platz. Verstanden. Unterwegs zum Laderaum. 2-1 over. Irgendwas stimmt nicht. Mir nach. Ja, ihr nach. Gut, auf. Also, das Spiel hier hätte deutlich besser sein können. Naja. Ich will jetzt nicht schlechter reden, als es ist. Es ist ein brauchbarer Shooter. Und mal eine angenehme Abwechslung zu den ganzen Einheitsbrei. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in das Spiel gewähren.
Und vielleicht werde ich hier irgendwo ein Let's Play machen. Je nachdem, wie dein Feedback ist. Ciao, ciao.